Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder eine weitere SpongeBob-DVD. Und zwar SpongeBob, die 10 glücklichen Momente. Die Leute, die auf meinem Kanal schon da sind, wissen, dass ich die DVD schon habe. Aber sie ist mal wieder defekt gegangen. Oder sie war, also was heißt defekt gegangen? Sie war schon defekt, als ich sie gekauft habe auf dem Flohmarkt. Deshalb habe ich jetzt mir hier die Re-Release-Version gekauft, also mit diesen gelben Streifen hier. Und hier sehen wir nur SpongeBob und hier die Top 10 Momente. So sieht die DVD von hier aus, also hier war es blau, jetzt haben sie es gelb gemacht. Und hier sind die Folgen. Experten, super in dem Ruhestand, Kulturschock, Karatefieber, Chef werden ist nicht schwer, nur ein bisschen, Nachtsicht, Harte Jungs, Büste breit und Weihnachten unter Wasser. Es sind alles sehr gute Momente. Diese Folge habe ich schon, die aus der Staffel 1 habe ich schon bei dieser Staffel 1 DVD, aber können ja nochmal haben, weil, ja. Und über 2 Stunden Spaß mit Special Features, da haben wir noch die erste Folge auf DVD, die ist eigentlich verboten, weil man diesen Song nicht einfach runterbauen. Aber wir haben es geschafft hier. Und Krabs und Plankton Fotogalerie. Die Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Irisch und Spanisch. Und hier ist so die Unterschrift von ihm. Also die ist auf jeder DVD zu sehen, auch bei Deutsch. Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir diese DVD öffnen. So Leute, die DVD ist geöffnet und hier ist die DVD. Es ist halt die gleiche DVD, nur dass hier das ab 6 Jahren jetzt die neue Version ist. Ich habe ja noch die alte DVD, da war noch der ab 6 Jahren Text sehr lange, aber den habe ich jetzt nicht, ich wollte den mal suchen, aber ich glaube, ich habe den jetzt woanders. Aber hier, ist nur die DVD. Und wie immer teste ich, ob die DVD klappt. Deshalb gehen wir jetzt hier hin. Eigentlich habe ich immer meinen DVD-Player benutzt. Der hat aber keinen Akku mehr. Deshalb probieren wir es hier auf meinem Laptop mit meinem DVD-Player. Und mit meinem CD-Laufwerk. Tun wir sie mal hier rein. Und gucken, was so passiert wird. Weil das ist das erste Mal, dass ich diese DVD benutze. Weil die erste ist defekt, als ich sie gekauft habe. Also das war echt scheiße. Es ist auch kein Wunder, warum sie billig war. Oh, okay, sie funktioniert. Und der DVD-Player geht auch schon an und wir gehen rein. Hier sehen wir auch den guten alten Nickelodeon-Fisch. Deutsch. Der DVD ist, ja, das brauchen wir nicht. Ich glaube, jeder weiß, dass diese DVD kopiergeschützt ist. Menü habe ich jetzt hier. Ich glaube, wenn ich auf Enter drücke, dann sind wir jetzt weg vom Menü. Dann schauen wir uns die Vorschau an. Und wir machen einfach diesen Trick hier. Und ja, hier haben wir auch das DVD-Menü. Also sieht schon super gut aus, ne? So, hier alles abspielen. Audio-Optionen. Mal gucken. Hier sind auch alle Audios. Jetzt gehen wir auf Special Features. Aushilfe gesucht. Fotogalerie von. Ich will mal Aushilfe gesucht. Mal gucken, wie es aussehen wird mit Aushilfe. So, aber stimmt, wie die. Ja. Ja, komm, wir gehen kurz in das Menü. Also, die Special-Episode klappt auch. Wir gehen wieder aufs Hauptmenü. Jetzt die Episodenauswahl. Experten, super in dem Ruhestand. Mehr. Hier sind auch alle Folgen. Mehr. Und bist du bald Weihnachten unter Wasser? Die habe ich schon bei SpongeKuss auf dieser Dreierpack-DVD. Ich habe die jetzt zweimal. Nein, dreimal. Ich habe sie sogar auf meiner SpongeBob-Weihnachts-DVD. Die habe ich auch zweimal. Gut, aber hier sind noch andere Folgen.
zum Beispiel nur ein bisschen und so habe ich zum Beispiel nicht auf DVD. Weil es ist auch schön, ne, dass ich jetzt hier auch neue DVDs habe. Wie gesagt, diese DVD habe ich benutzt zum ersten Mal, weil die ja da defekt war. Und ja, das war's mit dem Video. So sieht SpongeBob die Top Jensen Momente aus. Wir holen mal die DVD mal raus. Oder lassen die mal. Aber ich kann sie einfach so auswerfen. Moment. Und ja, hier ist sie. Und das war SpongeBob Top 10 Momente auf DVD. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, bis bald.